Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier bei Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns Person identifiziert. Ein wenig im Institut umgeschaut und uns schon bei diversen Leuten vorgestellt. Für den Fall, dass in dieser Folge und in den folgenden Folgen irgendwie so ein bisschen so ein Rauschen im Hintergrund zu hören sein sollte. Willkommen im Institut, Sir. Ja, willkommen auch. Das nennst du einen sauberen Boden. Haben deine visuellen Rezeptoren eine Fehlfunktion? Das liegt einfach daran. Das liegt daran, dass ich einen Ventilator im Nebenraum am Laufen habe. Ich hoffe, das halt deshalb auch nicht, weil ich halt eben die Tür zum Nebenraum offen habe. Du bist eindeutig defekt und ich werde das anzeigen. Vielleicht können wir deine Teile später für etwas verwenden, was tatsächlich zu gebrauchen ist. Und ja, jetzt haben wir mit allen geredet und was kann ich noch dazu sagen? Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, das halt nicht. Und ich hoffe, man hört dieses Rotieren des Ventilators nicht allzu krass. Und dann reden wir jetzt mal wieder mit ihm. Sean, wegen dieses Synths. Du meinst das Kind? Ein wirklich faszinierendes Projekt. Natürlich gibt es noch Probleme, aber wir haben beachtliche Fortschritte erzielt. Ist auf jeden Fall beeindruckend. Ja, technologisch sind wir an unsere Grenzen gestoßen. Wir haben wertvolle Einblicke hinsichtlich Hard- und Software erhalten. Ich sorge dafür, dass er bald wieder in Betrieb geht. Du wirst Gelegenheit haben, weiter mit ihm zu interagieren. Aber ich bin zugegebenermaßen neugierig. Jemand, der nach seinem Kind sucht, nach einer jüngeren Version von mir. Was denkst du? Glaubst du, du könntest ihn lieben? Wie einen richtigen Jungen? Ich brauche keinen Synth. Ich habe den echten Sean gefunden. Ja, aber nicht den Sean, den du gesucht hast. In gewisser Weise entspricht der Synth weitaus mehr deinen Erwartungen. Ich behaupte nicht, dass ich all deine Gefühle kenne, aber wenn die Anwesenheit des Jungen ein wenig helfen kann, bleibst du hoffentlich unvoreingenommen. Okay, also wir bekommen hier jetzt nicht mehr Aufträge vom Institut, wenigstens noch nicht. Wir können ja einfach mal unsere Auftragsliste durchgehen. Sonstiges Gespräch mit Bobby, der erste Schritt. Nein. Nope. Nee, jetzt nicht. Wer ist Kent Connolly? Boston bei Nacht. Unterschlupf. Okay. Das hat ja auch nichts damit zu tun. Das können wir einfach mal aktivieren und gucken, ob es da irgendwas gibt. Wie soll ich denn die Antwort lesen? Ich bekomme hier auf der Karte nichts angezeigt. Den Punkt habe ich gesetzt. In meiner Powerrüstung müsste ich da jetzt, glaube ich, nicht reingehen. Lokale Karte, was ist das? Was ist das? Das ist die Karte vom Institut. Okay, da steht er ja sogar. Und das ist die Weltkarte. Okay, ich habe immer noch absolut keinen Plan, was ich jetzt hier tun soll. Ich überlege halt immer noch. Aber dazu müsste ich halt einfach an so einen PC gehen, oder? Mit denen könnte ich dann die Antwort von den Typen lesen. Wir können ja einfach nochmal schauen. Das war, meine ich, der PC da hinten, mit dem ich das abgeschickt habe. Ist die Frage ist halt jetzt, ist hier irgendwo eine Antwort? Na gut, das ist ja alles egal soweit, denke ich. Nee, ich bin noch nicht fertig. Ich habe ja einfach nur keine Antwort. Das ist das Problem. Persönliche Statusberichte, Kellogg.
Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Statusberichte vielleicht? Biowissenschaften, Robotik? Nö. Ich habe absolut keinen Plan, wie es hier jetzt weitergeht, was ich tun soll. Ich glaube, ich habe mich aber jetzt allen vorgestellt, oder? Also hier auf der Karte wird mir keiner mehr angezeigt. Da passiert jetzt auch nichts. Soll ich nochmal mit ihm reden? Nö. Sean. Vielleicht können unsere Sins das Commonwealth eines Tages zurückgewinnen. Ich hoffe mal nicht. Irgendwie finde ich das immer noch total strange, was die hier von uns wollen und was die überhaupt machen sollen. Oh, jetzt können wir duschen. Das ist doch auch mal schön. Jetzt ist halt echt die Frage, ist das Spiel damit zu Ende? Weil das kann ich nicht glauben. Unser Auftrag besteht ja immer noch da drin. Uns den Rest halt auch noch anzugucken. Und halt mit allem zu interagieren. Ich schaue mich nochmal weiter oben um. Und wir sollen ja auch immer noch die Antwort von dem Typen lesen, was ich auch irgendwie nicht wirklich verstehe. Also müsst ihr euch jetzt so ein bisschen darauf einstellen, dass die nächsten Folgen ohne großartigen Inhalt und mit viel Gesuche sein werden. Ich habe absolut keinen Plan, was ich tun soll. Das ist gut. Ich rede nochmal mit der da. Ich glaube, mit der haben wir zuletzt geredet. Muss nach deinen Standards sehr fortschrittlich wirken. Ja. Dr. Fillmore. Hey, was brauchst du denn? Wer hat all das hier ursprünglich gebaut? Gibt es das Institut schon lange? Der Bau des Instituts ist die Arbeit von mehreren Generationen von Wissenschaftlern. Die Überlebenden des Krieges, unsere Vorfahren, haben im Keller des alten Commonwealth Institute of Technology Zuflucht gefunden. Mit der Zeit gruben sich ihre Söhne und Töchter tiefer in die Erde hinein und bauten immer raffiniertere Wohnbereiche und Labore. Das ist auch heute noch nicht abgeschlossen. Wir graben ständig neue Tunnel für neue Anlagen und Infrastruktur. Stell dir vor, wie es hier in 100 Jahren aussehen wird. Ich hoffe, ich erlebe das noch mit. Alles klar. Gut, also mit der sind wir anscheinend auch soweit abgeschlossen. Und ansonsten fällt mir auch nichts mehr ein, was der noch gesagt hat, weil, ich glaube, ich soll hier jetzt auch nicht sinnlos irgendwie die Synths umballern, oder? Also ich glaube, das wäre jetzt nicht so der Plan. Was andere Beschwerden nennen, ist für mich kritisches Denken kombiniert mit fordernden Annahmen. Okay. Geht der jetzt duschen? Nö, er geht auf Klo. Viel Spaß. Aber gut, hier sehe ich jetzt auch nichts. Und wir laufen hier auch die ganze Zeit nur im Kreis. Ist auch irgendwie ziemlich unnötig. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal nach unten. Hier ist jetzt halt wieder sie. Schlafen, fremd, ja. War hier so nicht. Nee. Ich finde die Musik hier toll. Nur ich frage mich halt, wie ich jetzt die Antwort von dem Typen lesen soll. Theoretisch sollten wir so eigentlich ganz einfach nach unten kommen. Aschenbecher, die rauchen hier also noch. Ungünstig und ungesund. So, einmal hier runter. So und so. Die Versorgungsstelle ist immer geöffnet. Möchten Sie ein paar konservierte Nahrungspakete? Klar, ich schaue es mir an. Muss ich dafür was bezahlen? Tatsächlich. Und das auch noch Kronkorken, die sind ja auch noch also vorhanden. Abbrechen, jupp. Wie ich hörte, kriegen wir eine neue Nahrungsergänzung. Oh mein Gott. Eine neue Nahrungsergänzung. Okay. Hallo? Hey. Entschuldigung. Papa sagt, ich kann so gut mit Computern umgehen wie er. Das ist schön. Er wohnt direkt neben einem Putzraum. Bemerkenswert. Allerdings, dass überall die Stimpaks und die Blutpakete rumliegen, finde ich echt gut. Ein Kindersynth. Das ist bemerkenswert.
Okay, wenn du meinst. Ich habe echt absolut keinen Plan und die Hälfte der Folge ist jetzt schon um. Und ich laufe hier rum. Ich hoffe, du hast alles, was du brauchst. Falls nicht, dann lass es mich wissen. Ja, hi. Entschuldigung, Doktor. Willkommen, willkommen. Schön, dich kennenzulernen. Ich hoffe, du wirst das Institut als dein neues Zuhause ansehen. Es wird etwas dauern, aber hier könnte es mir durchaus gefallen. Schön, das zu hören. Ich werde mich anstrengen, dir dabei zu helfen. Du solltest wissen, dass es für viele von uns eine große Ehre ist, dich hier zu haben. Okay. Kann ich jetzt wieder in einem fremden Bett schlafen? Tatsächlich. Boah, ich habe absolut keinen Plan, was ich tun soll. Jetzt mal ernsthaft, hier wird mir nichts mehr auf der Map angezeigt. Kann ich jetzt mit dem Aufzug wegfahren? Tatsächlich. Ich glaube, das mache ich mal eben einfach mal so just for fun. Ich will wissen, wo ich dann lande. Tschüss. Ansonsten habe ich halt echt keine Ahnung. Wir sollen halt die Nachricht lesen und ich habe keine Ahnung wo. Das sieht ja mal wieder echt krass hier aus. Okay, wo geht's jetzt auf? Jetzt sind wir ja nur wieder hier oben. Das hilft uns jetzt auch nicht sonderlich weiter. Kann ich hierdurch denn eigentlich auch wieder gehen? Ich bin ja von hier gekommen. Ich habe den Schlüssel nicht. Okay. Dann gehe ich mal hier ans Terminal. Okay. Allerdings wird mir auch hier einfach nichts angezeigt, wo ich noch hingehen kann. Schauen wir nochmal in die Daten. Ich habe echt keinen Plan. Ich würde am liebsten jetzt das hier machen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das überhaupt mache. Vielleicht muss ich dazu auch wieder zurück. Am Arsch, okay. Dann fahre mich nochmal weg. Tschüss. Ja, keine Ahnung, ich will hier jetzt auch nicht mega das fette Feuer veranstalten. Dementsprechend wird das eine Folge ohne großartigen Inhalt sein, denke ich mal. Und ansonsten muss ich einfach gleich googeln oder so. Zwischendurch muss ich übrigens auch immer sowas trinken, weil es ist halt echt mörderwarm heute. Und drei Genehmigungsstufen. Ist das zu glauben? Drei. Hallo? Entschuldigung. Entschuldigung, aber ich gehe weg. Okay. Schauen wir nochmal hier. Hier ist auch nur Gesundheitszeug, nehme ich an. Komm ich da rein? Ist durch ein Terminal gesperrt. Ich muss mir das echt nochmal genau angucken, wie man diese Dinger hackt. Terminal wurde gesperrt. Sünd. Retention. Okay. Will ich da rein? Grüße, Sir. Arbeite mit voller Kapazität. Okay, ich gehe jetzt noch einmal zurück zu Sean. Und wenn ich da jetzt nicht irgendwie was Neues erfahre, dann bin ich ratlos. Und dann habe ich auch irgendwie keine Lust mehr. Weil dann muss ich irgendwie mir was anderes einfallen lassen. Die letzte Idee, die ich dann noch hätte, wäre zurückzugehen. Ja, bitte. Weil das Ding habe ich ja jetzt schon abgeschickt. Jetzt muss ich noch irgendwie die Nachricht lesen. Wo bringt mich dieser Fahrstuhl hin? Das sieht hier ja ganz schön vintage aus. Also eigentlich nur hier und ja.
Hier sieht es schon wieder ganz... Der Bau schreitet plangemäß voran. Ach so, das ist ein Synth, die sieht irgendwie voll echt aus. Ach, wir arbeiten mit optimaler Effizienz. Okay, hier wird also weitergebaut. Also befindet sich das Institut tatsächlich ganz normal irgendwie... Die 981 ist unser Schichtführer. ...auf der, also ganz normal einfach in der Welt drin im Prinzip. Na gut, das hilft mir jetzt nicht weiter. Ich bin halt hier echt gerade verzweifelt, muss ich sagen. Und dann irgendwie so eine Folge ohne Inhalt hochzuladen, ist halt auch irgendwie ein bisschen dumm, aber... Es geht ja nicht anders, denn, ja, ich möchte das halt irgendwie schon so drin haben und das irgendwie so unverfälscht darstellen und nicht alles so total krass schneiden. Obwohl das manchmal vielleicht nicht so schlecht wäre zu schneiden. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal zu dem hin. Vater ist ein großer Mann. Du musst sehr stolz sein. Hab ich das Interferometer abgeschaltet? Woher soll ich das wissen? Was fragst du mich da? Da ist die Treppe. Die Hallo, nehmen wir mal kurz. Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Ernährungsanforderungen erfüllt werden. Ah ja, du und deine Ernährungsanforderungen. Hier sind wir nicht richtig. Wir müssen, glaube ich, noch einen höher. Hallo? Hier sind wir auch nicht richtig, glaube ich, oder? Hier sieht einfach alles gleich aus. Das ist total komisch. Und hier sind wir jetzt ganz oben. Hi. Eine saubere und gesunde Arbeitsumgebung sorgt für maximale Produktivität. Okay. Wenn du meinst. Ich weiß aber auch nicht, wo Sean hier jetzt ist. Und wenn ich das jetzt nicht Freigabe bestätigt. Herausfinde, dann werde ich einfach ganz ehrlich ist mein Leben. Nachschauen. Hoffentlich wird es auch deins. Hier sieht es schon richtiger aus. Ja doch, hier ist wieder der Computer. Den erkenne ich wieder. Das heißt, der Typ müsste jetzt einfach hier drunter stehen. Stimmt's? Ja. Sean, hier ist es doch wunderbar, oder? Okay, er geht jetzt auch das erste Mal weg. Mit dem kann ich nicht reden. Lass dich von dem, was dich umgibt, daran erinnern, was Wissenschaft und Willenskraft erreichen können. Was mir allerdings noch hier auf der Karte aufgefallen ist, hier war ja irgendwo so ein Ausgang... Ach so, das ist ein Untergeschoss. Ja gut, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Inventar, Daten. Die Frage ist halt wo, ne? Und wir werden hier jetzt einfach so reingeworfen, ohne großartigen Inhalt. Ich habe halt echt das Gefühl, dass ich an dem PC da oben die ganze Zeit was übersehe. Okay, ich gehe jetzt einfach nochmal alles durch. Der wird dir aber auch was sagen, wenn wir... Wenn da irgendwas wäre. Statusberichte. Persönliche Notizen. Ich klicke mich jetzt einfach mal durch. Okay. Nee. Jetzt gleich habe ich ja den PC, kompletten PC durch, deshalb. Das ist wieder das Gleiche. Okay, also hier komme ich einfach nicht rein. Okay, ich habe absolut keine Ahnung. Deshalb würde ich sagen, an dieser Stelle setze ich einfach mal einen Cut. Ich weiß nicht, wie ich das mit der Folge hier jetzt regle. Ich glaube, ich lade die trotzdem einfach mal hoch. Dann seht ihr so ein bisschen noch was vom Institut, was wir ja noch so erforscht haben. Und dann sollte in der nächsten Folge hoffentlich wieder mehr Inhalt sein. So ist es richtig. Zigarettenpäckchen. Das Einzige, was wir noch eben machen können, ist mit der
Weltkarte einfach mal eben kurz... Ja, weil hier ist ja das Institut. Okay, von hier aus ist es nicht möglich. Könnte ich theoretisch hier hin? Nö. Es liegt einfach daran, dass wir jetzt hier tatsächlich alles machen müssen. Das ist nicht so gut. Gut, dann werde ich jetzt einfach mal nachschauen, wie wir jetzt weiter vorgehen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann.